Herzlich willkommen im Logistikzentrum der UKH Service GmbH. Von hier aus geht das Essen in die Kliniken. Mein Name ist Viola Baldermann und ich bin hier die Betriebsleiterin. Hallöchen, ich möchte gerne Ihre Essenswünsche aufnehmen. Frühstück, wollen wir das wieder so übernehmen, wie wir es immer haben, oder wollen wir es gerne ändern? Nein. Können wir so lassen. Hier kommen die Essensbestellungen an, werden zusammengefasst und dann erfolgt der Ausdruck für die Menükarten, die dann runter ans Band gehen, um dort kommissioniert zu werden. Wir haben hier 60 Mitarbeiter. Um 2.30 Uhr fängt der Brotpacker bei uns an, um die Brötchen und das Brot zu kommissionieren. Ab 5 Uhr beginnt die Produktion für das Frühstück, Mittag und Abendessen bis 21.30 Uhr. Heute liefern wir für 2.000 Patienten Frühstück, Mittag und Abendessen und bis zu 3.000 können wir beliefern. Hier kommt jetzt die Tablettkarte am Band an. Diese wird dann auf das Band gelegt und unsere Mitarbeiter portionieren hier, wie der Patient gewünscht hat, die Butter, die Wurst, den Käse und die Abendbeilage. Die kalten Speisen sowie Frühstück und Abendbrot wird genau nach Standard wie in anderen Krankenhäusern hier produziert. Beim Mittagessen greifen wir auf Sous-Vide-Produkte zurück. Das heißt, wir bekommen das Mittagessen fertig gegart und bereiten es dann für die Patienten zu. In unserem Standardspeiseplan bieten wir 3 Gerichte an. Das ist die leichte Vollkost, die Vollkost und das vegetarische Gericht. Aus dem vegetarischen Gericht leiten wir dann noch die vegane Kost ab. Für unsere Langliegerpatienten bieten wir noch die Wunschkostform an. Hier kann dieser dann aus 25 Menüs sich sein Wunschgericht für diesen Tag auswählen. Für Sonderkosten, das bedeutet für Patienten, die eine bestimmte Kostform benötigen, wie zum Beispiel laktosefrei, purinarm, Breikost, gibt es unsere Diätküche, wo dort patientenbezogen produziert wird. Auch wenn wir hier mit Sous-Vide-Produkten arbeiten, gibt es bei uns immer noch frische Produkte, wie zum Beispiel frische Salate, Krautsalate oder Gurke, Tomate, Banane, Apfel. Da wir hier mit Sous-Vide-Produkten arbeiten, werden unsere Speisen kalt kommissioniert, in gekühlten LKWs verfahren und auf den Stationen vor Ort in den Wärmewagen erwärmt. Wir haben hier für unsere 5 Außenstellen mit ca. 60 Stationen 9 Fahrzeuge im Einsatz.